andere intelligente Wesen vor uns den Wunschtraum, unbekannte Welten zu erkunden, und landeten mit ihren Raumschiffen auf unserer Erde. Diese Zeichnungen entstanden nach Beschreibungen in alten Hindu-Texten. Einige Experten glauben, dass hier sogenannte Vimanas, fliegende Wagen, dargestellt sind. In der Klosterkirche von Desani im ehemaligen Jugoslawien wurden ähnliche Abbildungen auf einem mittelalterlichen Fresko gefunden. Sind diese Zeichnungen nur der Fantasie eines Künstlers entsprungen oder zeigen sie wirkliche Wesen in ihren Flugapparaten? In den ältesten Aufzeichnungen der Menschheit, wie zum Beispiel den Pyramidentexten oder alten indischen Schriften, eigentlich überall auf der Welt finden wir Hinweise auf das Fliegen. Ich meine damit Flugtechnologie, nicht religiöse Visionen, sondern tatsächliche Reisen in Maschinen. Unsere Suche auf den Spuren der außerirdischen Flugmaschinen führt uns in den Süden Mexikos. Dort liegt die antike Stadt Palenque. Ein beeindruckendes Zeugnis der Maya-Kultur. Dies ist die Grabpyramide von Pakal, dem Herrscher des Maya-Reiches etwa 600 nach Christus. Kann es sein, dass auch die Maya möglicherweise Kontakt mit Außerirdischen hatten? Pakals Sarkophag ist bis in alle Einzelheiten erhalten. Auf dem Deckel erkennt man den Kopf des Herrschers, kunstvoll in Stein gemeißelt. Stellt dieses Relief König Pakal als Astronauten in einer Art Raumschiff dar, wie Erich von Däniken meint? Schauen wir doch einmal genau hin. Pakal sitzt da, wie unsere heutigen Astronauten in ihren Raumkapseln. Seine Hände scheinen einen Steuerknüppel festzuhalten, wie ein Pilot im Cockpit eines Flugzeuges. Vor dem Gesicht trägt er offenbar eine Art Atemgerät. Und das flammenartige Ornament hinter Pakals Sitz könnte man als Zündung eines Raketentriebwerkes deuten. Erich von Däniken ist sicher, dass er auch auf der Halbinsel Yucatan Anhaltspunkte gefunden hat, die beweisen, dass es diese Astronauten der Frühzeit gab. Während dieser Reise konnte ich einige Indizien vorstellen, die doch für einen Besuch von Außerirdischen sprechen. Aber es gibt noch mehr. Vor einigen Jahrzehnten wurde im Dschungel von Tabasco, das liegt in Mexiko, ein gravierter Steinklotz gefunden. Der Stein spottet jeder Beschreibung. Da schwebt doch ein Wesen vom Himmel hernieder. Der Kopf ist von einem Helm umgeben. Mit etwas gutem Willen kann man sogar ein Mikrofon vor den Lippen erkennen. Belehrend weisen die Hände nach unten. Eindeutig eine vom Himmel herniederschwebende Gestalt. Da frage ich mich ernsthaft, wie man derart überzeugende optische Darstellungen noch andersherum deuten will. Wenn das alles wäre, was wir über Besuche von Wesen in Flugmaschinen wissen, dann könnte man ganz leicht sagen, das ist doch alles Spekulation. Aber manchmal muss man mit beiden Beinen auf der Erde stehen, bevor man nach den Sternen greift. Im Süden Perus wartet eines der größten Rätsel einer vergangenen Welt darauf, gelöst zu werden. Ich stehe hier in der Ebene von Nazca. Sieht aus wie eine trostlose, gottverlassene Wüste. Genau das ist es nicht. Erst aus der Luft betrachtet, wird das Rätsel von Nazca deutlich. Die Wüste ist auf einem Gebiet von über 150 Kilometern wie ein Schnittmusterbogen von exakt gezeichneten Linien und Figuren durchzogen. Die wohl bekanntesten Zeichnungen sind die Spinne, der Kolibri und der Affe.
Die Experten sind sich noch immer uneinig, wie die Ureinwohner von Nazca ohne die Hilfe von Flugapparaten die richtige Perspektive erlangen konnten, um Figuren von solchen enormen Ausmaßen zu schaffen. Auch über ihre Bedeutung ist man sich nicht im Klaren. Ursprünglich glaubte man, sie hätten Bezug zum Kalender oder auch zur Astronomie. Keiner weiß es genau. Doch es gibt noch mehr zu sehen als nur diese Sammlung von Tierzeichnungen. Wir sind 4100 Meter über der Ebene von Nazca. Und jetzt werden Sie die richtigen, die echten Rätsel dieser seltsamen Landschaft sehen. Eine dieser schnurgeraden Linien dort unten erstreckt sich über 25 Kilometer bis zum Horizont. Die Spitze eines riesigen Berges wurde abgetragen, das Plateau eingeebnet und geglättet. So entstand eine Art Rollfeld, breit wie eine vierspurige Autobahn. Da stellt sich die Frage, wozu? Haben die damaligen Bewohner von Nazca etwa Landebahnen für unbekannte Flugobjekte gebraucht? Das ist wirklich sehr mysteriös. Die klassische Geschichtsschreibung lehrt uns, dass unsere Urahnen nicht fliegen konnten. Dazu hatten sie nicht das technische Know-how. Falls sie diese Technologie aber doch besaßen, würden damit alle Grundlagen unserer Geschichte völlig den Bach runtergehen. Wenn die Bewohner Nazcas also nicht fliegen konnten, welchen Zweck hatten dann diese Linien, die an Rollfelder erinnern? Erich von Däniken glaubt, eine Antwort darauf zu haben. Seine Theorie: Raumschiffe haben bei der Landung Spuren auf dem Wüstenboden hinterlassen. Irgendwann sind sie ins All zurückgeflogen. Die Einwohner Nazcas wollten aber, dass sie zurückkommen. Deshalb wurden die Linien von Generation zu Generation erneuert und erweitert. In der Hoffnung, dass die Außerirdischen einmal zurückkommen würden. Es gibt aber noch andere Hinweise darauf, dass die Bewohner Nazcas vielleicht Kontakt mit Außerirdischen hatten. El Astronauto beobachtet schon seit 3400 Jahren den Himmel über Nazca. Welche Bedeutung hat diese seltsame Figur? Hebt sie die Hand zum Willkommensgruß? Der Gruß eines freundlichen Volkes an Besucher aus dem All. Werden die Außerirdischen zurückkehren und das Rätsel von Nazca lösen? Falls sich wirklich schon einmal eine Art Raumschiff im Landeanflug der Erde näherte, kann man sich gut vorstellen, dass die Menschen panische Angst bekamen. Haben vorgeschichtliche Raumschiffe schon einmal die Menschheit bedroht? Kannten die alten Ägypter bereits Elektrizität? Versuchten unsere Vorfahren, Besucher aus dem Weltraum nachzuahmen? Außerirdische, kommen Sie zurück? Fühlt sich gut an, mein Haar. So voller Leben, dass man es einfach anfassen muss. Früher war es vom vielen Waschen oft ausgelaugt und ohne Spannkraft. Dann habe ich es mit dem neuen Shampoo Vitavance gepflegt. Sein Wirkstoff Vitafluid zieht in das Haar ein. Das hilft, das Haar beim täglichen Waschen vor dem Auslaugen zu schützen. Vom Ansatz bis zu den Spitzen. Das neue Shampoo Vitavance. Haar so voller Leben, dass man es einfach anfassen muss. Zahl des Jahres. €19,95. Unsere niedrigste Grundgebühr im Monat. Partner Plus. Der Partner Plus Tarif von E Plus. Das Netz voller Ideen. Jetzt der neue supergünstige E Plus Tarif bei Quelle. Und das Handy PT10 von E Plus. Für nur €19,95. Heiß geliebt. Mach schon. Mini Berliner aus der Tiefkühltruhe von Dr. Oetker. Unwiderstehlich, fruchtig, lecker. Man nehme Dr. Oetker. Erleben Sie auch das neue Styling von Shampoo Vitavance. Fantastischer Halt und Haar voller Leben. Das neue Shampoo Vitavance. Haarspray und Schaumfestiger. Gibt's heute was Besonderes? Knorr Raffinesse. Einfach himmlisch.
Raffinesse Pfifferlingssoße. Und das gibt's jetzt jeden Tag? Knorr Raffinesse. So schmeckt es richtig gut. Wenn du nur das allerbeste willst, wenn du die Reinheit.